Namaste. In den kommenden 15 Minuten praktizieren wir heute Asanas mit dem Schwerpunkt auf Hüften und unterem Rücken, um zu mobilisieren, zu erden und durchzuatmen. Wenn du empfindliche Knie hast, empfehle ich dir, eine Decke oder ein Kissen zur Seite zu legen. Denk immer daran, Yoga sollte nicht gut aussehen, sondern sich vor allem gut anfühlen. Dein Körper, deine Praxis. Und nun viel Spaß! Komm ans Ende deiner Matte in einen etwa hüftgelenkbreiten Stand, Tadasana, zum Stehen. Führe deine Hände vor deinem Herzraum zusammen ins Anjali Mudra und nimm dir ein paar tiefe und bewusste Atemzüge, um dich mit dir, deiner Umgebung, deiner Unterlage, deinem Atem zu verbinden und in dich hineinzuspüren. Wofür bist du heute dankbar? Ich lade dich ein, dir die Sache, den Ort, die Person oder das Gefühl deiner Dankbarkeit als Intention zu setzen. Versiegeln diese Intention nun noch einmal für dich. Lös auf, atme ein, bring die Arme über vorne über deinen Kopf, verschränk die Hände ineinander, dreh die Handinnenflächen nach oben, mach dich lang. Atme aus, lehn dich rüber zur rechten Seite, lange linke Flanke. Atme ein, komm zurück in die Mitte. Atme aus, lehn dich rüber nach links. Atme ein, komm zurück in die Mitte, mach dich noch einmal lang. Atme aus, bring deine gefalteten Hände an deinen Hinterkopf. Atme ein, öffne dein Herz, Ellenbogen schieben zur Seite. Atme aus, bring dein Kinn in Richtung Brustbein. Roll dich ein, atme ein hier. Atme aus, Kinn zum Bauchnabel, Ellenbogen zusammen. Atme ein hier. Atme aus, Kinn zum Schambein. Atme ein hier. Atme aus, Kinn in Richtung Knie. Atme ein letztes Mal ein. Atme aus, löse auf, lass deine Arme nach unten baumeln. Greif gerne deine gegenüberliegenden Ellenbogen. Pendel dich hier von links nach rechts. Ganz entspannter Nacken. Lass los. Beug dein linkes Knie und greif mit deiner linken Hand deinen rechten Knöchel. Zieh deinen rechten Arm nach oben in Richtung Decke, Blick folgt. Atme tief ein hier und aus. Nimm den Stretch an deiner kompletten rechten Beinrückseite wahr. Atme noch einmal tief ein hier und aus. Löse auf, komm zurück in die Mitte, andere Seite, beug dein rechtes Bein, greif mit deiner rechten Hand deinen linken Knöchel, zieh den linken Arm nach oben in Richtung Decke, Blick folgt. Atme tief ein hier und aus. Sehr gut, noch einmal tief ein. Und aus. Löse auf, komm zurück in die Mitte, lass dich noch einmal baumeln. Erheb dich mit der nächsten Einatmung nach oben ins Stehen, bring die Arme über die Seiten nach oben. Atme aus, führe deine Hände vor deinem Herzraum zusammen. Und nun geh achtsam Schritt für Schritt nach vorne an den Anfang deiner Matte. Roll deine Fußsohlen satt auf dem Boden ab. Erde dich hier. Nimm all die Kontaktpunkte mit Mutter Erde wahr. Wenn du am Mattenanfang angelangt bist, erde dich hier noch einmal. Atme aus, dreh dich sanft rüber zur rechten Seite. Atme ein, dreh dich zurück zur Mitte. Atme aus, dreh dich sanft rüber zur linken Seite. Dreh dich sanft zur Mitte zurück. Atme ein, heb die Arme über vorne nach oben, mach dich lang. Atme aus, tauch tief, ganze Vorbeuge. Atme ein, halbe Vorbeuge, Rücken lang. Atme aus, steig in die schiefe Ebene zurück. Atme ein, senk deine Knie. Atme aus, Brust und Kinn auf die Matte. Atme ein, schlängel dich in deine Kobra, öffne dein Herz, Schulterblätter zusammen,
Stell deine Fußspitzen auf, atme aus, Gesäß in Richtung Fersen, herabschauender Hund. Du kannst gern deine Knie gebeugt lassen. Deine Schultern sind weg von den Ohren, die Oberarme leicht nach außen rotiert, die Handflächen satt auf dem Boden geerdet, dein Rücken ist ganz lang. Atme noch tief durch die Nase ein, durch den geöffneten Mund lösend aus. Atme ein, heb dein linkes Bein nach hinten oben in die Luft, dreibeiniger Hund. Atme aus, bring dein linkes Knie zum linken Ellenbogen. Atme ein, zurück in den dreibeinigen Hund. Atme aus, diagonal linkes Knie, rechter Ellenbogen berühren sich. Atme ein, dreibeiniger Hund. Atme aus, runde dich, Knie in Richtung Nabel. Von hier aus steig mit deinem linken Fuß zwischen deine Hände nach vorne, erde dein rechtes Knie. Von hier aus streck nur mit der nächsten Ausatmung dein linkes Bein. Atme ein, komm zurück, beug dein linkes Bein. Atme aus, streck dein linkes Bein, lehn dich zurück. Atme ein, low lunge. Atme aus, strecken. Atme ein, beugen. Atme aus, strecken, senken. Atme ein, komm zurück, beug dein linkes Bein. Atme aus, streck dich. Atme ein, heb dein Brustbein, beug dein linkes Knie. Heb für den Easy Twist deinen linken Arm nach oben, Blick in Richtung linken Daumen oder zur Seite. Twiste dich ganz sanft zur linken Seite auf. Atme tief durch die Nase ein, durch den geöffneten Mund aus. Noch einmal ein und aus. Von hier aus löse nun auf, senk deine linke Hand auf den Boden ab, erde deinen rechten Fußrücken und bring den rechten Unterschenkel rechts neben deine Matte, um dich ins halbe Virasana neben dein rechtes Bein zurückzusetzen. Greif deinen rechten Unterschenkel und bring dein rechtes Bein in einen 90-Grad-Winkel zum linken ausgestreckten Bein. Beug nun dein linkes Bein und greif mit der linken Hand deinen linken Knöchel. Rahme deinen Kopf mit deinem rechten Arm ein, die rechten Fingerspitzen an deinem linken Ohr. Dynamisch öffnest du dich bei jeder Einatmung nun in Richtung Decke, Ellenbogen zieht nach oben. Und mit jeder Ausatmung rollst du dich ein, Ellenbogen in Richtung Matte nach unten, Stirn in Richtung linkes Knie. Atme ein, öffne dich. Atme aus, roll dich zusammen. Atme ein, öffne dich nach rechts. Atme aus, roll dich zusammen, werd klein und kompakt. Noch einmal, öffne dich. Und ausatmen, werd ganz rund. Atme ein, komm wieder hoch. Atme aus, löse auf, bring deine linke Fußsohle an deinen rechten Innenoberschenkel. Atme ein, heb beide Arme nach oben. Atme aus, twiste dich zur linken Seite rüber. Rechter Arm auf dem linken Knie, linke Hand hinter dir aufgestellt. Atme ein hier und aus, twiste dich ein kleines bisschen mehr nach links auf. Nimm noch ein paar Atemzüge hier. Komm mit der nächsten Einatmung zurück in die Mitte, heb beide Arme nach oben, mach dich lang, atme aus, twiste dich rüber zur rechten Seite. Und zurück in die Mitte, streck dein linkes Bein nach vorne aus, bring deinen rechten Oberschenkel parallel zu deinem linken ins halbe Virasana zurück und krabbel langsam nach vorne in den Low Lunge. Heb dein rechtes Knie sanft von der Matte ab und steig nun mit deinem linken Bein zurück in die schiefe Ebene. Atme ein, senk deine Knie, atme aus, Brust und Kinn, rutsch durch in die Kobra, öffne dein Herz. Atme aus, herabschauender Hund. Ein Zwischenatemzug hier ein und aus. Für die andere Seite heb nun dein rechtes Bein nach hinten oben, Luft, dreibeiniger Hund. Atme aus, rechtes Knie, rechter Ellenbogen. Atme ein, dreibeinig. Atme aus, diagonal. Atme ein, dreibeinig. Atme aus, rechtes Knie zum Nabel, werd rund.
Steig von hier aus mit dem rechten Fuß zwischen die Hände nach vorne, senk dein linkes Knie auf die Matte ab. Streck dein vorderes rechtes Bein, lehn dich über dein rechtes Knie, atme ein, öffne dein Herz, rechtes Knie beugen. Atme aus, strecken. Atme ein, öffnen, beugen. Atme aus, strecken, senken. Atme ein, beugen, öffnen. Atme aus, strecken, senken. Atme ein, beugen, heben. Sehr gut. Noch einmal atme aus, strecken, senken. Atme ein, beugen, heben. Von hier aus heb für den Easy Twist deinen rechten Arm nach oben. Der Blick folgt. Öffne dich zur rechten Seite. Atme tief ein hier und aus. Noch einmal ein und aus. Löse auf, bring deine rechte Hand auf die Matte, klapp deinen linken Fuß um, den linken Unterschenkel zur Seite, komm ins halbe Virasana, greif deinen linken Unterschenkel, bring dein linkes Knie im 90-Grad-Winkel zum rechten ausgestreckten Bein. Von hier aus beug dein rechtes Bein, greif mit der rechten Hand deinen rechten Knöchel, rahme deinen Kopf mit deinem linken Arm ein, deine linken Fingerspitzen an deinem rechten Ohr. Atme aus, Kinn in Richtung rechtes Knie, werd rund. Atme ein, öffne dich, Ellenbogen zieht nach oben. Atme aus, werd rund und klein. Atme ein, öffne dich. Atme aus, werd rund. Atme ein, öffne dich. Atme aus, werd rund und kompakt. Noch einmal öffnen. Atme aus, werd rund und kompakt. Atme ein, öffne dich. Atme aus, löse auf. Bring deine rechte Fußsohle an deinen linken Innenoberschenkel. Atme ein, heb die Arme nach oben. Atme aus, twiste dich zur rechten Seite rüber. Linke Hand an dein rechtes Knie, rechte Hand hinter deinem Gesäß aufgestellt. Werd mit jeder Einatmung unglaublich lang. Und mit jeder Ausatmung twiste dich ein kleines bisschen mehr zur rechten Seite auf. Heb mit der nächsten Einatmung beide Arme nach oben, mach dich lang. Atme aus, twiste dich zur linken Seite gegen. Atme ein, komm zurück in die Mitte, streck dein rechtes Bein und bring deinen linken Oberschenkel parallel zum rechten. Krabbel in den Low Lunge vor, heb dein linkes Knie von der Matte weg, steig mit rechts nach hinten in die schiefe Ebene. Atme ein, senk deine Knie. Atme aus, Brust und Kinn auf die Matte. Atme ein, öffne dein Herz, Cobra. Atme aus, komm in die Haltung des Kindes, Gesäß in Richtung Ferse. Erde deine Stirn, mach den Rücken lang. Krabbel mit deinen Händen nun langsam in Richtung Knie. Heb deinen Oberkörper, sodass du im Fersensitz landest. Leg deine Hände ganz entspannt auf deine Knie oder Oberschenkel ab. Schließ deine Augen, halte einen Moment inne. Leg nun deine rechte Hand auf deinen Bauch, deine linke Hand auf deinen Herzraum. Verbinde dich noch einmal mit deiner Atmung, deinem Körper und rufe deine Intention noch einmal innerlich hervor. Wofür bist du heute besonders dankbar? Sende all die Liebe und Energie noch einmal an die Sache, den Ort, die Person oder das Gefühl deiner Dankbarkeit. Halte inne. Zum Abschluss dieser Praxis atmen wir noch etwa eine Minute in der 4-7-8-Atmung. Atme dafür auf 4 Takte ein, halte 7 Takte und atme auf 8 Takte wieder aus. Atme noch einmal entspannt ein und entspannt aus. Atme nun auf 4 Takte ein, 2, 3, 4, halte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atme aus, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Atme ein, 2, 3, 4. Halte, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atme aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Letzte Runde ein, 2, 3, 4, halte, 6, 5, 4, 3, 2, 1, atme aus, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, atme entspannt ein und entspannt aus. Wenn du soweit bist, dann blinze deine Augen langsam wieder auf. Komm hier zurück. Schenk dir ein Lächeln. Vielen Dank für dein Vertrauen und deine Zeit. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Deine Leonie.